Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Test erst einmal auf meinem Kanal. Wir testen gleich mal das Survival-Spiel Icarus. Ja, der Vorspann gerade, der war ein bisschen ruckelig. Ich glaube, das war, also, ich glaube, der ist eher so für absolute High-End-Rechner gemacht. Das Spiel allgemein auch. Ich habe es ein bisschen korrigiert hier mit der Einstellung. Ich glaube, jetzt sollte es einigermaßen laufen. Ich kann mit meinem Gerät natürlich hier nicht auf ultra episch spielen. Aber ich denke mal, so für den ersten Eindruck habe ich eine gute Einstellung gewählt. Und ja, viel Spaß mit Icarus. Ein sehr interessantes Spiel. Wir können uns erstmal wieder einen Charakter hier erstellen. Sieht ein bisschen aus wie der von Voltec, ne? Lass mal den mal so. Als Fan von Fallout. Stimme. Aha. Achso. Ein männlicher mit einer weiblichen Stimme. Okay. Ist heutzutage alles möglich. Ich glaube eher, ne? Ich glaube, der ist besser. Narben. Oh, Alter. Hui. Ich will keine Narbe. Keine Narbe. Noch nicht. Gesichtsbehaarung. Ein leichter 3-Tage-Bart. Oder frisch rasiert. Und das können wir machen. Das geht. Das können wir hinkriegen. So ein leichter 3-Tage-Bart ist immer gut. Tätowierung. Okay, nee, das... Nein. Kein Fan von Tattoos. Augenfarbe. Also eine schöne grüne, ne? Passt ganz gut. Hautfarbe. Ja. Mit Logos drauf. Nee, lieber nicht. Wir machen keine Werbung. Lass uns mal so. So ging vielleicht auch. Naja, komm. Ist ein bisschen auffällig so, ne? Wer weiß, wo wir hinkommen. So, Charakternamen nehmen wir wieder. Wie immer. Der Kanal. Und bestätigen uns. So, weiterspielen. Neu, neu. Ausrüstung, Werkstatt. Ja, wir haben hier verschiedene Fähigkeiten, die wir erlernen können. Wie bei dem anderen Survival-Spiel, was wir einmal gespielt haben. Mit Technikbaum und Fähigkeitsbaum. Ja, wir gehen mal auf neu. Offene Welt. Olympus erfordert das Styx-Karten-Mission-Pack. Das habe ich nicht. Die ursprüngliche Region wurde zum Schlürfen freigegeben. Olympus fühlt sich mit seiner üppigen Wäldern, verbrannten Wüsten und gefrorenen Tundren vertraut an. Jedoch, je mehr du erkundest, desto eher erkennst du, wie anders es wirklich ist. Ich bin bereit für anders. Ich erstelle eine neue Welt und spiele natürlich auf leicht. Weil leicht einfach leicht ist. Für mich. So, dann gehen wir noch einen Weltnamen an. Auch da nehmen wir wieder. So. Zack. Ja. Ticket gegen Verlust versichern. Nö. So, jetzt können wir hier entscheiden, wo wir starten wollen. Wüste. Eis, Flussgebiet, Koniferen, Empfehlung, okay. Angenehm, eine Temperatur, mittelhoch. Da oben. Angenehm, mittelhoch. Okay, die empfehlen aber hier unten. Kalt, wo wir auf jeden Fall eine Ausrüstung haben. Eine gute Kleidung. Die Luft ist auch nicht ganz so.
Hier ist es heiß. Okay. Also hier entweder hier im Flussgebiet oder Koniferen. Da hier die Empfehlung steht, starten wir hier unten. Das ist also die Karte. Okay. Na dann, hier platzieren. Ich bin privat unterwegs. Und nun kommt ein Ladebildschirm. Ich hoffe, es läuft es hier mit OBS, mit der Aufnahme auch noch einigermaßen gut. Wie gesagt, ich muss das einigermaßen anpassen auf ziemlich runtergesetzte Werte. Naja, so ist es halt, wenn man privater Let's Player ist, man nicht so viel Technik hat, kein Geld für große Technik, dann muss man halt schauen, ne? Dann kann man halt nicht auf Episch, auf Ultra spielen. Komischerweise klappt ja Sons of the Forest auch ganz gut. Wobei ich das alles auch auf Mittel gestellt habe. Bei Sons of the Forest habe ich alles auf Mittel gestellt. Und es sieht so aus wie manche Spiele auf Ultra. Das ist schon... Ich sag ja, jedes Survival-Spiel sollte die Engine benutzen, die Sons of the Forest hat. Auf jeden Fall, weil das Spiel ist der Hammer. Mal sehen, was wir hier vor uns haben. Wir testen es mal. Find your future on New Horizons. Haben wir uns hier freiwillig gemeldet für diese Mission? Okay. Können nichts anderes. Doch, warte mal. Landeschiff, der einzige Weg hinein, dein einziger Weg hinaus. Drücken zum Interagieren. Werkstattartikel. Mit einem Landeschiff oder Metall werden zur Station zurückgebracht. Die exotischen Extraktion wird jetzt über das Orbital Exchange Schnittstelle abgeschlossen. Dies ist auf der Werkbank herstellbar. Okay, wir haben also noch Verbindung zum Mutterschiff sozusagen, so wie ich das sehe. Aber warum sind die hier? Warum sind denn hier diese komischen Dinger? Die Verkehrsmoppen. Warum? Gott. Kleiner Baum. Achso, das ist dahinter. Ich wollte gerade sagen. Okay, wir können raus. Schon nice. Ist schon nice. Aber hoch komme ich nicht mehr, oder? Also rein komme ich nicht mehr. Schön. Kann man da? Fasern. Liefert Fasern. Der F zum Einsammeln. Okay. Nimmt also in meinen Stein. Kürbis zum Essen wahrscheinlich. Auf jeden Fall liegt hier einiges rum zum Craften. Finde ich gut. Ich hoffe, ich respawn das Zeug auch. Nicht, dass ich mir jetzt hier alles mitnehme und dann verschwindet das für immer. Aber hier liegt alles wunderbar rum. Ich hoffe, das respawnt auch. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel, wir spielen auch einfach. Wir werden wahrscheinlich ordentlich Material bekommen. Wir auf leicht spielen. Ach, guck mal da hinten. Das ist wild. Es scheint aber nicht die Erde zu sein, oder? Es scheint aber nicht die Erde zu sein, habe ich das Gefühl. Ist das die Erde?
Das ist doch ein Multiplayer-Spiel. Uah. Pardon, Entschuldigung. Kürbis. Kürbis. Essen haben wir schon mal. Also, wie bei sie infected, haben wir auf jeden Fall hier die Möglichkeit auch Essen zu finden. Für Nahrung. Süß irgendwie, ne? Ach, guck mal da. Oh nein! Oh nein! Oh, süß. Es gibt auf jeden Fall Leben. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Der Quell des Lebens. Der Quell des Lebens. Bärenbusch. Verschwindet sofort. Okay. Ich hoffe, der kommt wieder. Was haben wir hier? Hefe. Ein Kraut, das reich an natürlicher Hefe ist. Wasserquelle. Okay, man kann trinken. Medizinische Ressourcen. Schilfblume. Schön. Wenn man das Ganze jetzt noch auf Ultra spielen würde, sähe das wahrscheinlich noch besser aus. Können wir schwimmen? Moin, hallo. Fische gibt's auch. Scheinbar scheint es gesund zu sein. Hä? Was? Bitte kein Bär. Lass mich aber hier liegen. Okay, das sind die Hirsche. Der röhrende Hirsch. Okay, wir gucken mal. Das ist unser Inventar. Das sind wir. Von der, von Voltec. Herstellung. Steinspitzhacke. Steinaxt. Warteliste. Haben wir die jetzt? Wir brauchen noch ein paar Steine. Habe ich die jetzt? Auf 1. Ja, das habe ich. Wunderbar, geil. Stein. Sieht ein bisschen anders aus. Aktiv vorkommen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich nehme es mit. Wir werden es brauchen. Macht einen guten Eindruck bis jetzt. Muss ich sagen. Wir fällen mal unseren ersten Baum. Baum fällt! Aha, okay. Das kennen wir schon irgendwoher. Man muss den Baum bearbeiten. Um verschiedene Teile daraus zu machen. Okay. Ah, cool gemacht. Cool gemacht. Holz. Grob zugeschnittenes Holz. Bereit für die Bergbank. Okay. Konnten noch was herstellen, glaube ich. Steinaxt. Steinspitzhacke. Kann ich damit jetzt Stein abbauen? Was? Jawohl. Aha, okay, das geht. Cool. Immer so Steine. Logischerweise. Okay, alles klar. So, mal kurz gucken, was haben wir noch? Herstellung. Das ist noch nicht freigeschaltet. Steinhafen, Eiswasser. Zeuge. Bogen. Schosse. Sourcen. Inventar. Technikbaum.
Null Punkte verfügbar, okay. Man muss wahrscheinlich erst aufsteigen. Holzstab zum Lagern. Steinhaufen. Damit kann man bauen. Wenn aber noch nichts. Das ist alles noch nicht freigeschaltet. Okay, der ba. Oh, Alter. Hui. Fähigkeit. Gibt es hier irgendwo noch eine Steuerungs. Wie kann ich denn jetzt bitteschön eine Werkbank bauen? Haben wir hier irgendwo ein Tutorial? Irgendwas? Der Baum ist verschwunden? Nein, da liegt er noch. Was sagen? Holz. Drücke Holz zum Einsammeln. Okay. Man kann also nur das. Man muss also komplett kaputt schlagen. Dann kann ich das einsammeln. Okay, alles klar. Habe ich Holz. Die von der Terraformen an das Leben auf dem Icarus angepassten Bäume, die von der Erde stammen, gedeihen und scheinbar schneller zu. Achso, okay. Das ist also ein Planet. Erdähnlich. Also hier stammen also viele Ressourcen von der Erde. Ist aber ein anderer Planet. So wie ich das hier so verstehe. Wir haben schon mal eine Axt. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Axt. Und wir haben schon mal einen Baum gefällt. War sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch wissen. Werkbank. Wie macht man denn eine Werkbank? Oder irgendwas bauen? Die Karte, okay. Meh, ja. Kann ich die noch kaputt schlagen? Okay, ich kann nur einsammeln, nicht kaputt schlagen. Okay. Ich sammle mich hier kaputt. Ich sammle mich gerade echt kaputt, aber weiß noch nicht genau, was ich tun soll. Mehr Optionen. Stapel teilen. Gegenstände ablegen. Richten. Ich habe Gegenstände. Sauerstoff. Oh, hier scheint kein Sauerstoff zu sein, oder? Oder ist das nur unser Raumanzug? Nahrung, Wasser. Nahrung haben wir. Leichte Regenschauer ziehen auf. Huch. Nein, ich tue hier nichts. Guck mal, das Kleine ist aber viel. Ist aber nicht so. Nicht so. Das ist neugierig, ne? Das möchte bleiben.
Fallen lassen. Fasern. Konsumieren. Sortieren. Herstellung. Werde ein Rezept. Wenn ich das jetzt... Das geht nicht. Das geht nicht. Es regnet gerade. Schon cool. Ist schon cool. Was haben wir voll? Ich habe gerade noch keine Ahnung, wie wirklich, wie ich hier was bauen kann. Sturmaussetzung, okay. Das ist auch ganz ungemütlich hier scheinbar. Wir können also nicht unbedingt jedes Wetter hier... Okay. Wir müssen also aufpassen, was für ein Wetter hier kommt. Vielleicht muss ich wieder in die Raumkapsel zurück. Weizen? Ah, schau an. Was hier alles gibt, was es hier alles gibt. Hochgestuft. Ja, wunderbar. Stufe 1. Okay. Sturmaussetzung. Ich würde gerne wieder hier hochkommen, aber ich kann irgendwie nicht hier hoch. Ich würde gerne wieder hoch. Aber wie? Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Kann ich mich irgendwie runterstellen? Bringt nichts. Ich bin gleich tot, glaube ich. Okay, wir haben Technikbaum. Okay, wir haben 4 Punkte verfügbar. Okay, wir müssen also erstmal sammeln, um einiges freizuschalten. Okay, jetzt kann man hier wahrscheinlich einiges freischalten. Technikbaum. Strohbalken. Ankert Anlagen im Boden oder wirklich hohe Gebäude. Oh, Boden. Wir fangen wahrscheinlich klein an, oder? Wir bauen uns wahrscheinlich eine kleine Bude. Seile. Eine der größten Erfindungen der Menschheit. Ah, okay. Okay. Kann ich theoretisch? Ich werde gleich sterben, ich werde das jetzt schon wissen. Ich werde gleich sterben. So, was kann ich jetzt her? Kann ich jetzt irgendwie... Ah, jetzt ist das hier freigeschaltet. Okay. Jetzt ist es freigeschaltet. Wahrscheinlich muss ich das hier mal reinlegen. Und darauf kann ich dann wahrscheinlich dann bauen, oder? Vielleicht brauche ich 4 Stück erstmal davon. Guck mal, die Sturmauslassung ist wieder vorbei. Okay.
Ich übe noch. Fasern. Ey, muss ich jetzt selber abmessen? Das ist aber auch blöd. Muss ich jetzt hier selber abmessen? Oder das jetzt? Okay, das ist jetzt automatisch. Okay, der macht, glaube ich. Der misst das automatisch aus, glaube ich. Hoffe ich. Ich bin gerade irritiert. Bin gerade echt irritiert. Am Boden. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dinger brauche hier. Gucken wir erstmal, was wir mal so eine Wand bauen. Wir brauchen eine Menge Fasern. Wir brauchen also eine Menge Fasern. Aber nicht mit Hand abbauen. Deswegen stehen ja eine Menge Dinge rum. Ah, das Soundtrack ist cool. Das Soundtrack ist sehr cool. Bisschen entspannend, ne? Muss erstmal dahinter kommen, was man machen muss. Muss viel bauen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Und mit den Erfahrungspunkten kann man sich dann irgendwie selbst irgendwelche Sachen dann aufbauen. Man hat kein Tutorial, man muss einfach nur sammeln. Dann kriegt man so Erfahrungspunkte. Und das wird wohl der Fall. Das ist es dann wohl, was man machen muss. So, erstmal machen muss. Kann ich jetzt ein Dach bauen oder kann ich auch erst ein Dach drauf bauen? Das wäre schön, so wie bei anderen Spielen. Achso, da ist es schon. Ah ja, okay. Okay, unser erster Unterschlupf. Nicht schön, aber wir haben es. Unser erstes Häuslein. Wir üben ja noch. So, was haben wir noch? Strohtür. Da brauche ich aber wahrscheinlich erst einmal. Gute Mal, dass. Ja, da muss ich irgendwas reinmachen. Muss einrasten. Warte mal, muss einrasten? Oh, wie schön mit dem Grün. Warte mal, kann ich da vielleicht. Ich übe noch. Der macht das Haus kaputt, ne? Das ist nicht gut. Der macht das Haus wieder kaputt. Der hat das Haus wieder kaputt gemacht, das ist nicht gut. Okay, ich dachte, man könnte wie bei The Forest da vielleicht eine. Was reinbauen. So eine Öffnung für eine Tür. Scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Ja, wenn man hier komplett blind reingeht ins Spiel, ohne sich irgendwelche Tutorials anzugucken, dann läuft man zuerst erstmal rum und versucht und macht und tut. Fasern ist das Wichtigste, glaube ich, mit. Erstmal das Gerät hier freiräumen. Mit Speichern tun wir gleich, wenn wir das Spiel ausmachen, ne? Das speichern wir, glaube ich. So, mal kurz gucken. Wir haben keine weiteren Punkte mehr. Gewinkelte Strohwand. Holzwand. Ich vermute mal, dass man irgendwo auch wahrscheinlich auch
Aha, okay. Rang 2. Da geht's dann weiter. Da kann man auch die Werkbank bauen. Wir müssen gucken, dass wir auf Rang 2 kommen. Ab dann kann man eine Werkbank bauen. Und dann geht alles weiter. Regenauffangbecken, Sauerstoffbecken für Gegenden, wo kein Wasser ist wahrscheinlich. Trinkschlauch, Anboss. Ah, okay. Wir müssen also schauen, ob wir Rang hochsteigen. Zum Schauen, ob wir Ränge höher nach oben haben. So, so kann man es wieder kaputt machen. So kann man es wieder kaputt machen. Dann machen wir uns kurz eine neue. Da kriegen wir da auch wahrscheinlich Erfahrungspunkte für. So, die legen wir uns wieder hier unten rein. Reparieren wir uns, wenn es denn funktioniert. Ich kann die aber auch hier hinbauen. Ich brauche gar nicht so einen Boden, glaube ich. So. Wie schön das ausschaut, ne? Im Grün. Okay. So, ich hoffe, das hilft alles für Erfahrungspunkte. Oh, wir kriegen das Material sogar wieder. Ja? Ne, doch nicht. Das Material kommt nicht wieder. Schade. Okay, wir haben unseren ersten Unterstand gebaut. Mehr können wir nicht machen. Wir müssen erst gucken, dass wir hier noch weiter aufsteigen. Das heißt, wir versuchen einfach mal ein bisschen zu fällen. Baum fällt. Alter, der Baum. Mein Freund, der Baum. Ich weiß nicht, ob man hier auch überladen sein kann, das weiß ich nicht. Aber ich sammle einfach mal auf. Gehen wir hier irgendwann weitere Erfahrungspunkte. Wie sieht's aus? Hunger und Durst? Geht noch. Sammle Holz. Holzsammler. Sammle 52 Holz von Bäumen. Haben wir getan. Kann alles verarbeiten vom Baum, wunderbar. Man kann die kleinsten Bretter rausholen aus einem Baum. Ich hoffe, dass das alles irgendwie Erfahrungspunkte gibt. Wir müssen unbedingt ein Level hochkommen. Wir brauchen ein Level 2. Sauerstoff niedrig. Oh! Sauerstoff ist niedrig. Wie bekomme ich wieder Sauerstoff? CO2 niedrig. Steigt es denn wieder? Wie kann ich denn wieder Sauerstoff bekommen? Vielleicht hier? Wenn ich wieder zur Station gehe? Keine Ahnung. Aber ich komme da auch nicht hoch. Achso. Werkstattartikel. In einem Landesschiff oder Inventar werden zur Station zurückgebracht. Keine Ahnung. Sauerstoff ist niedrig. Wir werden gleich sterben.
werden gleich sterben, das ist euch allen klar, oder? Keine Ahnung, wie man den Sauerstoff wieder hochbekommen kann. Wie kriege ich denn Sauerstoff? Wir haben auch so ein schönes Haus gebaut. Also hier scheint kein Sauerstoff zu sein. Ihr könnt gerne diverse Tipps geben in den Kommentaren. Und wenn ihr mal sehr, ob ihr mehr sehen wollt vom Spiel, gerne mal in die Kommentare schreiben. Sehr interessantes Spiel. Sehr interessantes Spiel. Bin auf jeden Fall. Oh ja, wir haben was Neues abgebaut. Silizium. Wieder was Neues. Da kriegen wir auf jeden Fall Erfahrungspunkte für. Man muss diverse Dinge abbauen. Erfahrungspunkte zu bekommen. Sauerstoff kritisch. Was passiert, wenn wir keinen Sauerstoff mehr haben? Dann wird es echt kritisch, glaube ich. Wir werden gleich sterben. Wir werden gleich sterben. Aber wie können die Tiere hier atmen? Oder haben sie sich dann gewöhnt? So wie bei der Serie The 100, ne? Die Personen, die da auf der Erde lebten, später, die haben sich auch an die Strahlung gewöhnt. The Mountain Man allerdings nicht, die immer nur in der Erde, die immer nur im Felsen wohnten. Die wurden dann sofort von der Atmosphäre, die da reinging in dem Fels, wurden dann getötet auf Zeit dann. Die dann da draußen lebten, die Menschen, die haben sich dann gewöhnt. Die konnten damit umgehen. Aber nur die Menschen, die da in dem Fels wohnten. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt, die Serie kennt, sie handelt. Die Menschen, die da in der Raumstation sich nach oben gerettet haben und dann wieder, wo die Kinder dann auf die Erde kamen. So, ich verliere Energie, definitiv. Ich verliere Energie. Ich verliere Energie. Gesundheit niedrig. Was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Mein Herz schlägt. Ja, wir müssen noch ein bisschen was rausfinden hier im Spiel. Bewusstlos. Lass dich wiederbeleben. Ups, dein Schürfer ist das erste Mal gestorben. Oder verliere einen Teil deiner Erfahrung. Wiederbeleben oder... Aha. Aber es ist keiner hier zum Wiederbeleben. Das sage ich nur, ne? Lass dich wiederbeleben oder verliere einen Teil deiner Erfahrung. Ich wiederbelebe mich selber. Möchtest du wirklich wieder erscheinen? Deine Ausrüstung wird hier mit einer Kartenmarkierung zurückgelassen. Kein Bett gefunden. Oh nein. Okay. Wir werden nochmal auf die Erde gelassen. Auf den Icarus gelassen. Krass. Ja, das mit dem Sauerstoff könnte ein Problem sein. Das mit dem Sauerstoff könnte ein Problem sein. Und das Kreuz da. Das könnte ein Problem sein. Ja, wenn ihr wisst, wie es mit dem Sauerstoff funktioniert, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten mache ich jetzt hier mal Folgenbreak. Nächste Folge gibt's, wenn ihr wollt, können wir mal weitergehen, nochmal reingehen. Oh, hier gibt's sogar Mais. Gibt's sogar Mais. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne Kommentare schreiben. Aber wir haben es mal auf jeden Fall mal getestet. Diese Richtung ist es. Dann mache ich jetzt hier mal einen Cut und sage mal, das war Icarus. Interessantes Survival-Spiel, gar keine Frage.
Man muss sehr viel bauen, abbauen, um erstmal Erfahrungspunkte zu bekommen, damit man sich dann eine Werkbank bauen kann. Ist schon interessant, das Bausystem. Ja, da sind wir wieder. Sauerstoff ist wieder voll. Ja, ich weiß nicht, wie ich Sauerstoff bekommen kann. Keine Ahnung, das könnte echt ein Problem werden. Tja, unsere erste Hütte. Ja, dann sage ich jetzt bis denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Das war Icarus. Schreibt mal Kommentare. Also, bis denn. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Spiel. Ja, bis denn.